Los, da mal einer. Wo wäre nicht? Guck zum Lärm da drinnen, oder? Wenn du hast was fragst, dann willst du noch Hand. Ich muss den Bullo kaufen dann. Oh, die Eri. Das bin ich. Also Fazit tut euch sicher aus. Das steht jetzt dafür schon hin. Spektakulär. Wenn die Bundesrat, wenn es so bleibt, nicht ja sagen, wir werden dagegen sein. Und der Bundeskanzler hat morgen gesagt, dass sie sagt, sie will da mithelfen, dass wir da eine Änderung erreichen, weil so wie es jetzt ist, ist es weder praxistauglich noch angemessen für die Landwirtschaft. Wir werden in Bayern die Messstellen verdoppeln, das ist zugesagt, mindestens verdoppeln, um überhaupt mal die vernünftigen Werte zu ermitteln. Und aufgrund solcher Werte kann man entscheiden und nicht irgendwelche Hochrechnungen, wie man sie bislang hatte. Deswegen klares Nein zu der Bühneverordnung, so wie sie im Moment vorliegt. Bei den Gewässerlandstreifen, ja, werden wir nicht nur die Entschädigung hinbekommen, sondern ich habe jetzt auch ganz bewusst, Sie haben sie mitbekommen, da war dann eine Karte im Netz. Ja? Und bei der Karte habe ich erst gedacht, das ist ein Problem. Und haben mir viele von Ihnen erzählt, was das für ihr Feld und ihr Grund bedeuten wird. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich gewundert, dass das ein Gewässer sein soll.
Ja? Da war ja irgendwo eine kleine Furche oder Loch im Boden und daraus soll das Gewässer entstehen. Also wenn ich danach gehe, ja, dann muss ich auf der Staatsstraße genauso gleich der Gewässerkarte markieren, ja, weil da schon wieder geht. Wir haben die Karte rausgenommen und das komplett neu ermittelt, ohne eine Gefahr, dass irgendwas gehen wird an Förderung. Und das Umweltministerium wird in einem gemeinsamen Ausschuss mit dem Landwirtschaftsministerium Karte für Karte, Landkreis für Landkreis, mit euch zusammenarbeiten, um zu schauen, stimmt es nicht. Ich will auf keinen Fall, dass Verpflichtungen entstehen aufgrund Uraltpacken und Uraltideen, die irgendwann mal waren, so das können wir nicht machen, wird es nicht mit mir in Bayern geben. Wir haben jetzt in Bayern Folgendes gemacht. Wir haben jetzt zwei Sachen eingeführt, die das Thema allgemeine Wertschätzung betreffen sind. Wir haben auf der einen Seite unter diesem Druck von mir erreicht, dass jetzt in den bayerischen Kantinen günstig, wie selbstverständlich, ja, wenn was zu essen gibt, dann brauchen wir nicht irgendwie Wein aus der Welt, Fleisch von woanders her, sondern wenn, finde ich, das bayerische Essen das Beste, das wir produzieren können. Also ist unsere klare Botschaft. In bayerischen Kantinen als Vorbild zur Wohlwirkung gibt es künftig nur noch bayerisches Essen, keine irgendwo anders. Wir müssen die bayerischen Produkte selber vermarkten, selber essen und zeigen, dass wir das verstehen haben. Drittens, sag ich jetzt immer einfach so, ja, und so fähig, ja. Drittens, wir haben jetzt ein Stück ins Thema Alltagskompetenz voranzubringen. Weil es schon beeindruckend ist, dass manche Leute glauben, dass ein Schnitzel als Schnitzel geboren wird. Ja? Und denken, es musste dann mal sauber produziert und dann mal wirklich empfangen werden. Es wird auch wenig wertgeschätzt, was der Landwirt eigentlich arbeitet. Ein Münchner Minister, der ist nicht ganz früh um sechs erreicht. Ein Minister, den ich habe, der aus der Landwirtschaft kommt, ist früh um sechs, halb sieben. Ja? Und zwar das ganze Jahr über. Immer. Ja? So, und dann merkt man auch, wie die Sorge um Tiere, der Sorge um das Wohl des Landes da ist. Wir wollen jetzt mit der Alltagskompetenz endlich mal eines machen. Wir wollen aufhören, was in manchen Schulen die Landwirtschaft gehofft, dass auch Kinder aus landwirtschaftlichen Familien angegriffen werden und dass die Form der landwirtschaftlichen Produktion bei uns in einer Weise dargestellt wird, als wäre es was ganz Schlimmes. Ganz im Gegenteil, ich möchte, dass eigentlich auch in der Schule gut über das gesprochen wird, was Bayern auszeichnet, und das ist die landwirtschaftliche Produktion. Und deswegen ist es jetzt erstmal dieses Alltagskompetenz, die Projektwochen, die übrigens, kannst du es bestätigen, als ehemaliger Schulminister, mehr Stunden kostet als manches herkömmliche Fach. Und das machen wir auch mit euch zusammen, weil es sollen ja die gleichen sein, und bislang eine etwas, sagen wir mal, kritische Haltung gemacht haben, und ich hoffe, dass künftig einfach ein neuer Wind, ein neuer Geist darin entstanden ist, und zwar einer, der pro Landwirtschaft und pro landwirtschaftliche Produktion stecken muss. Und auch das will ich sagen, was mich ehrlich gesagt unterstützt hat, den Innenminister. Bei einem bestimmten Vergehen hat er vollzogen. Das ist bei Einbruch. Auch Einbruch in den Staat. Also es geht nicht an, dass manche meinen, einen Einbruch in den Stall, also einen Stalleinbruch, und das Aufhängen von Kameras allein. Wenn das passiert, ist immer so klar, ist es, ne? Aber dass jetzt schon das zum Motto wird, wir brechen da ein. Wir stellen der Kamera, der Herr Dickmann hat mir erzählt, der hat rein gewusst, hat mir erzählt, nachdem er mal in der Fernsehsendung war, und den Grünen mal auch noch eine, ja, also mal befriedigt, eigentlich so was, war zwei Tage später in seinem Stall beim Kamera. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Art von Misstrauen, diese Art von Unglück, auch aufs Eigentum mit eigenen Grund zum Ausgangsdruck. Und ich finde, der Staat jetzt ist noch als Kavalier und Planer, der muss sich einfach anders damit auseinandersetzen. Das ist wie jeder andere Hausführungsgruppe auch. Und ich möchte, dass wir als Staat auch dagegen vorgehen. Hier kann es auch gar nicht werden. Wir müssen da als Staat dagegen reagieren. Euer Eigentum, euer Haus und Grund muss auch genauso geschützt werden wie alles andere. Einbruch, und dagegen muss der Staat vorgehen. Wir geben uns das sehr gut. Es gibt jetzt viele, die sagen, alles hin, kein Problem, ich kann alles hin. Das ist alles noch schwer geschickt. Es ist nicht so, dass automatisch die Mittel mehr hat. Aber viele andere können es nicht. Und deswegen sage ich euch, wird es noch ein härteres Hin werden. Auch der Frauen sagen, der Kanzler gehe, dass sie nachher auch nochmal fahren, dass die Schulen nicht einfach für die Kommission bekommen, auch von Brüssel aus nicht.
haben meiner Meinung nach total keine Ahnung. Deswegen ist es entscheidend. Ich wundere mich auch manchmal über Richtlinien diskutiert, ja, auch bei den Daten. Doch ich selber kann mir nicht sagen, ob die seit Monaten. Jede Woche in der Staatsregierung wird das Thema Landwirtschaft. Ob Ballkeller, ob Schnitzläufe, Schnitztechnik, ich arbeite nicht so wirklich rein, ich glaube, ich habe damit ganz super zu tun. Aber ich sage euch, ich mache das nicht. Einer hat gesagt, weil es ja kriminal war, ist das in der Hand, das ist in der aber es geht nicht darum, ob Stimme hier oder da. Sondern es geht um die Frage, was ist gut für unser Land. Und für unser Land geht es um die Landwirtschaft niemals. Wer pflegt das Land? Wer sorgt für Nahrungsmittel? Und wie schätzen wir es ein? Das ist interessant. Dass wir internationale Vereinbarungen machen mit Mercosur. Bei uns den Landwirt auf jeden Quadratmeter zwingen, Fläche zu verzichten und gleichzeitig in Brasilien. Wenig Fleisch. So geht es nicht und dagegen werde ich mich jedenfalls persönlich wenden. Ich darf Ihnen versprechen und garantieren, ich weiß nicht, was wir durchsetzen, aber das, was wir in Bayern machen können, machen wir, versprochen. Das, was wir in Berlin einsetzen können, machen wir. Und wir sind da wirklich ein starker Befürworter. Das ist das, was ich Ihnen zusagen kann. Und einfach, ja, ich bin froh, dass wir Sie haben. Und ich möchte, dass wir Sie behalten. Und ich möchte, dass wir in der nächsten Generation junge Landwirte, junge Bäuer in Bayern haben. Ohne euch ist Bayern ärmer. Das kann und will ich nicht so. Vielen Dank. Ja. Danke schön, Herr Ministerpräsident. Das waren sehr wohlwollende Worte für uns Landwirte, aber mich treibt immer noch ein Gedanke, ich möchte jetzt keine Fachfrage stellen über die Bundesverordnung oder so. Was mir nicht aus dem Kopf geht, ist, dass man sich eigentlich, oder dass sich die Politik erst seitdem so intensiv mit uns beschäftigt, seitdem, dass wir demonstrieren. Zum Ersten. Und dann zum Zweiten, wie soll es weitergehen mit der Landwirtschaftspolitik? Sollen wir nur Berufsdemonstranten werden oder läuft es vielleicht einmal so einigermaßen dann ohne so große Die Demonstration sind wir. Die Demonstration haben wir auf mich, ist nicht falsch verstehen. Weniger Eindruck als auf die Öffentlichkeit. Auf mich selber ist beschäftigt mich tatsächlich, das liegt allein daran, dass der Hubert Aiwanger von Friedrichstetten überlebt. Ja? Ja? Ja, das war ein solcher Fall. Ja? Also, ja. Nein, das ist aber okay schon. Ich bin auch dankbar, weil es ist gut. Ja? Und die Michaela Kanniver, ja, auch die kämpft dafür. Es ist nicht so, dass sich da nicht jeder mit beschäftigen kann. Sondern das eigentliche Problem ist, die gesellschaftliche Debatte ist erledigt. Und eure Demonstrationen sorgen auch dafür, dass der Öffentlichkeit was mehr bewusst wird, was es braucht. Weil das wird von vielen zu wenig akzeptiert und verstanden. Und auch immer diese Schuldzuweisung, die Schuldverlierung, immer ein Beispiel. Wir möchten bei uns am Ende in unserem Land haben, dass ein Nahrungsmittel quasi hyperkorrekt produziert wird. Verzichten wann aber Sauerstoff, wir brauchen gar nicht so viel Sauerstoff. Das Ergebnis aber, dass in den Supermärkten vielleicht nur ein weniger bayerische Lebensmittel sind, aber die wandern von woanders her. Nach dem Motto, wir machen uns in Deutschland ein gutes Gewissen in der Produktion der Nahrungsmittel und auf der anderen Seite essen wir dann auch genau Fleisch und anderswo Nahrungsmittel in der viel schlechteren Bedingung produziert sind. Das ist beim Strom mit dem sogar der Produktion, ist genauso dann gleich. Und gegen diese Unehrlichkeit und gegen diesen Widerspruch, da muss man aus gemeinschaftlich machen. Und für mich ist das eher Unterstützung, weil ich in Berlin und anderswo sagen kann, schau her, das ist ein Punkt erreicht, dass ich das verändern will. Insofern sind die Demonstrationen jetzt wichtig. Letztes Mal, ich hoffe Ihnen sehr, dass wir in diesem Jahr nur die Gummiflasche ausgetrieben haben, denn wenn die Schweinepest übertreibt, dann werden wir ganz andere Dinge sein. Will ich mal so sagen. Ja? Ich bin schade, dass überhaupt nichts so mit denen zusammen. Bei mir ist das jedenfalls ein Problem. Bei uns in der Staatsregierung auch, bei den Kollegen im Bundestag, wir sind da wirklich hier hinterher, aber glauben Sie mir, allein, wenn Sie über den Wolf reden, ich weiß nicht, wie stark der Wolf bei euch ist, aber wenn Sie manchmal in Berlin das erklären müssen, der Wolf, ja, dann stoßen Sie an Verständnisgrenzen, die nicht vorstellen. Ja? Und dafür hilft jede Demonstration. Ich sage Ihnen nur Dankeschön.
Ich bitte um Verständnis, ja, jetzt bin ich von der Bundesstraße im Schimpfe. Wir sind vor der Linie, ja. Ich habe mir da oben, da drinnen. Fridays for Future! Schulschwänzer! Ja. Ich muss es noch in den Doktor. Ich kann ja nicht bewusst sein. Die waren halt schon nicht in der Schule. Habt ihr irgendwie französische Fischsuppe? Ja. Habt ihr irgendwie chinesisches Essen? Sondern jeder möchte als erstes was haben, bayerisches Essen. Die Kühe, wenn die ganze Welt dann bayerisch ist, könnten wir mal die Grenze drauf sein, auf die Fischsuppe. Und zwar biologisch, weil ich das auch schon aufgekommen bin, zur Landwirtschaft. Genauso wie die Brotbekommen. Ich habe genauso dazu, ist genauso gut. Alles Gute. Vielen Dank. Danke schön, Herr Bundespräsident, dass Sie hier bei der Wahl und uns gerufen haben. Und ruft uns der Bundeskanzler recht schöne Grüße bei uns. Das ist der Carsten Müller. Schön kriegst.